Hallo und herzlich willkommen zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, jetzt zum ersten Teil. Ich habe ja ein Testvideo hochgeladen, das ist auch sehr gut angekommen. Was heißt sehr gut angekommen? Ich habe überhaupt nicht geredet und das hatte ich damals bei meinem Bildschirm, bei dem Bildschirm von meinem Vater abgefilmt, weil ich da noch keinen eigenen PC hatte. Aber jetzt habe ich ja einen eigenen und jetzt spielen wir zusammen hier. Auf jeden Fall, ich versuche doch schon dann regelmäßiger Videos von diesem Projekt zu machen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Spiel starten. Ich habe schon Spielstand, aber ich habe jetzt halt keinen neuen gemacht. Ich gehe jetzt einfach auf Spiel starten. Ja. Kann sein, dass mein alter Spielstand dann gelöscht wird, wobei das jetzt nicht so schlimm wäre. Hallo und herzlich willkommen zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Erfülle vielfältige Aufgaben aus dem Alltag der Berufsfeuerwehr. In der offenen Spielwelt erlebst du die unterschiedlichsten Einsätze bei Tag und Nacht. Du kannst frei zwischen allen Einsatzkräften wechseln und so die Herausforderungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven erleben. Auf dem Übungsplatz kannst du dich mit den Fahrzeugen vertraut machen und die wichtigsten Handgriffe trainieren. Denn der nächste Notruf kommt bestimmt. Halte Tab gedrückt, um zu erkennen, welchem Fahrzeug du zugewiesen bist. Viel Spaß. Gut, dann drücken wir mal Tab gedrückt halten. Was ist das für ein Zeichen? Also der ist Maschinist. Dieser Typ hier, das ist ein Maschinist. Also der hier, wo der weiße Punkt jetzt ist, der Typ hier. So, dann warten wir jetzt mal auf den ersten Einsatz. Und ja, hier können wir uns auch noch Bilder angucken. Wenn ich mit dem Mausrad nach innen zoome. Nee, wenn ich C drücke. Jetzt bin ich in der Ego-Perspektive. Oder wenn ich das Mausrad drücke. Hier, genau dieses Poster habe ich auch über meinem Bett hängen. Das ist nur, dass hier oben noch Notruf 112 steht. Was? Ah, das ist die Tür. Na, auf jeden Fall, das Poster sieht genau gleich aus, fast. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal wieder in diese Perspektive. Die mag ich mehr. Dann können wir auch mal mit der Rutschstange nach unten und uns schon mal die Fahrzeuge angucken. Was heißt Rutschstange? Gibt's hier nicht, der Aufzug funktioniert leider nicht. Das nervt. Was ich sagen kann, Notruf 112, also Notruf 2, ist schon in Produktion. Also was heißt, es gibt davon auch ein zweites Spiel dann. Hier sind, glaube ich, die RTWs. Nee, wir sind hier schon in der richtigen Halle. Was heißt, hier ist die DLK, also Drehleiter. Und also die Drehleiter ist hier. Und genau diese Drehleiter, ich bin ja in der Jugendfeuerwehr. Und genau diese Drehleiter, oh. Als ob der erste Einsatz einfach ein LKW-Brand ist. Also ja, was ich sagen kann, also ob der erste, das kann ja gar nicht sein. Naja, egal. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Löschgruppenfahrzeug. Also, ja, ich bin in der Jugendfeuerwehr und wir haben genau dieselbe Drehleiter. Als die hier im Spiel. Also, was ich schade finde, dass die Lizenz von Mercedes nicht bekommen haben. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF 1 RTW 1 Dornenkamp. So, und das war jetzt eben die Stimme von Nordrhein TV Play. So, wie mache ich nochmal Blaulicht an 3? Ablenklicht 4, Warnblinker 6, nee, Heckwarner 9. Den Heckwarner mache ich aber erst nachher an. Das ist die Innenansicht, man merkt, dass es Mercedes ist. Können wir losfahren? Ja. Wieso kann ich nicht losfahren? Achso, Motor starten vielleicht.
So, da ist es ja auch schon. Der ELW ist da. Was heißt, die Warnblinker schalte ich mit 6 ein, dann mache ich den Heckwarner mit 9 an. Und dann müssen wir warten, bis alle Einsatzkräfte am Zielort eingehen. Und ich muss schon sagen, die Fahrzeuge sehen echt geil aus und realistisch. Von innen sieht es so aus. Die Rückspiegel gehen leider nicht. So, jetzt drücke ich Enter, um die Mission zu starten. Mit E steige ich aus. Und ja, brennend, da LKW da dran geht, jetzt gerade nicht so toll aus, aber ja. Dann müssen wir jetzt mal gucken, also ich muss jetzt mit E dieses Ding hier wegmachen. So. Muss ich sonst noch was machen jetzt? Ich mach das mal auf. Ah ja, ich muss hier den Schlauch nehmen mit Q. Wohin soll ich den bringen? Oh, unser Martinshorn ist noch an. Kann ich das vielleicht ausmachen? Nee, ich kann gerade nichts machen. Geht jetzt leider nicht. Was muss ich denn hier machen? So, jetzt macht der hier weiter. Kann es sein, dass ich das anschließen gehen muss? Ne, das macht der schon alles. So, der hat das jetzt angeschlossen. So, die Drehleiter steht auch schon bereit. Ja, also Großansatz würde ich sagen, dass du willst. Ich kann mein Martinshorn jetzt nicht ausmachen, weil das ist meins, das noch an ist. Ich hoffe, man hört mich gut. So, jetzt muss ich hier noch was machen. Der Maschine ist dort schon was zu tun. So, cool. Wo muss ich denn das hinbringen? Das wird dann wahrscheinlich an den Verteiler angeschlossen. Und was heißt, der wird es jetzt wieder anschließen gehen? Oh, Alter, das Ding nervt. Aber ich kann es jetzt nicht ausmachen, weil der reagiert nicht. So. Muss ich jetzt noch was machen? Das nervt so. Nee, da brauchen wir jetzt nichts, aber ich kann echt alles aus diesem Fahrzeug eigentlich rausholen. Truppenführer, okay, kann losgehen, was er mag. Ey, ich mag auch in die Drehleiter. Warte, wir wechseln kurz F1, DLK, F5, Angriffsgruppe F1. So, jetzt können wir löschen. Mit W, A, S, D steuere ich das Ganze. Wir gehen mal in die Ansicht, die ist auch geil. So. Man hört ja auch diese Atemschutz oder halt diese, wie heißt das nochmal? Die Atemschutzmaske, hört man die Geräusche. Jetzt muss ich wieder nach unten fahren. Ah ne, wir werden automatisch nach unten gefahren. So, dann kann ich jetzt ja auch gerade wieder mal wechseln. Wir wechseln zum LF und zum Maschinisten. Wohin muss ich das Teil bringen? Ah, es kommt dahinter. Oh, das ist gar nicht mein Fahrzeug. Ich habe gerade den falschen Fahrzeug gewechselt. Dann macht er das für mich zu. Und ich würde gern in mein Fahrzeug wechseln. F1, TLF, F3 und... Das ist jetzt falsch. Nein, F1. Junge, ich weiß einfach nicht, wie das Fahrzeug heißt. Der ist hier gerade noch am Abbauen. Ansonsten fahre ich halt mit diesem coolen Fahrzeug zurück. Ist ja auch gut.
Ah, jetzt bin ich wieder richtig. So, jetzt habe ich ausgemacht, den Hackrunner 96 aus. So, jetzt ist es unser erster Einsatz gewesen, ein LKW-Brand. Sind wir dem jetzt gerade raufgefahren? Oh ne, aber ganz knapp. Jetzt versuchen wir mal hier rückwärts einzuparken. Also wir müssen hier rückwärts einparken. Das Doofe ist, aus der Innenansicht kann ich halt nicht rückwärts einparken. Super gemacht. Nee, aus der Innenansicht kann ich halt nicht rückwärts einparken, weil es gibt halt in der Innenansicht keine Rückspiegel. So, dann mache ich gerade mal das Rolltor runter. Ey, das macht er ja schon. Ich mag das machen. Ne, auf jeden Fall, so kann man das Rolltor hoch machen und runter. So, jetzt kommt es wieder runter. Ich glaube, wir ärgern die mal und machen das Rolltor einfach zu. Ne, war ein Scherz, das lassen wir jetzt wieder offen. So, jetzt können wir die noch beim Einparken zugucken. Die haben es aber eilig. Erstens fahren die da so richtig schnell rückwärts und zweitens steigen die fast während dem Fahren noch aus. So, jetzt kommt die DLK gleich. Einsatzbericht. Alarmierung, LKW-Brand, Einsatzort, Dornenkamm, Kamp. Datum 5. September 2016, Uhrzeit 8:19 Uhr, Einsatzzeit 9 Minuten ging dieser Einsatz nur, ausgerückte Einheiten, ILW, LF24, TLF, DLK, RTW 1. Auf der Ladefläche eines LKWs wurde aufsteigender Rauch gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Ladung bereits in Vollbrand. Durch die Höhe der Ladefläche erfolgte der Löschangriff über den Korb der Drehleiter. Brandursache ist vermutlich eine glimmende Zigarette, die auf die leicht entzündliche Ladung des LKWs geworfen wurde. Okay, aber so muss man jetzt ja auch nicht sein, irgendeine Zigarette auf den LKW zu schmeißen. So. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Mensa und essen jetzt erstmal nach diesem Einsatz noch was. Das heißt, jetzt setzen wir uns da erstmal hin. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut doch gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren und neuen Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, schaut gerne in der nächsten Folge wieder vorbei und dann bis zur nächsten Folge.